Immer schön festhalten. Wow. Ach ja, so ein Spaziergang am Strand ist immer etwas super Schönes. Hä? Oh nein! Da ist jemand gestrandet! Hey! Alles okay bei dir? Hey, du! Oh nein! Bitte wach auf! Bitte wach auf! Hey! Und damit beginnt ein neues Abenteuer, nämlich The Legend of Zelda Link's Awakening auf der Nintendo Switch. Meine Lieben, willkommen hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Und das ist ein neues Abenteuer. Los geht's! Bitte nein, Hilfe, nein. Das war bloß ein Albtraum, oder? Ein Glück, du bist wach. Zelda? Ich dachte, du warst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kukulint. Bist du in Ordnung? Ich denke schon, aber wo bin ich hier? Kukulint? Geh den Weg entlang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht sollst du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, dort wimmelt es vor Monstern, seit du angespült worden bist. Okay, was ist das hier? Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Piranha-Pflanze darauf. Das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Der Arme. Hallo. Oh. Endlich bist du wieder auf den Beinen. Heiße übrigens Tarin. Geht es dir gut, Katze? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild. Hier. Mein Schild. Du hast dein Schild wieder. Halte R gedrückt, um mit ihm Gegner und Angriffe abzuwehren. Dankeschön. Dann, Dankeschön für alles und danke, dass ihr mich aufgegabelt habt. Möwendorf. Wo bin ich denn hier gelandet? Hey, wer bist du denn? Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du den Systembildschirm aufrufen. Drücke dazu Plus und dann R. Frag mich aber nicht, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Danke auf jeden Fall für den Tipp. So, hier ein Hühnchen. Und wer bist du? Ja, mir geht's gut. Und dir? Mir auch, liebe alte Dame. Naja, mir wurde gesagt, ich soll an den Strand. Aber was ist das hier für ein Dorf? Wo bin ich? Hier ruht der fliegende Gockel. Ja, das wird spannend. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Zelda, das neue Projekt, gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr in Zukunft keine spannenden und sehr, sehr interessanten Abenteuer mehr verpasst. Hey, ein Kettenhund aus Super Mario. Wer wohnt denn hier? Oh, schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Bonjour, mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Ach ja, wer ist denn ihr süßer Komet? Ist das der Hund hier draußen? Der sieht ja schnuckelig aus. Hey, toll, darf ich mitspielen? Ich möchte auch fangen. Hey. Hey du, wer bist du? Wenn deine Herzen fast leer sind, sollst du schnell eine große Fee finden. Habe ich mal gehört. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch ein Kind. Hätte ja sein können, dass du schon weißt. Und du? Ich habe gehört, dass man Minus drücken kann, um auf die Karte der Insel zu sehen. Und man kann auch durch Drücken von A Sachen mit Pins markieren oder sich mit X an Dinge erinnern. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Danke, ihr zwei. Das hilft mir bestimmt weiter. So, ich soll also runter an den Strand. Da hat nämlich die süße Marin
den kleinen Link aufgegabelt. So ist sein Originalname. Ich habe mich natürlich Katze genannt, weil wir hier auf dem Katze-Kinderkanal sind. An alle Profispieler. Meine Lieben, ich spiele das hier auf dem Katze-Kinderkanal. Das bedeutet, ich lasse mir Zeit mit dem Spiel. Vorsicht, Seeigel! Mit dem Schild zur Seite schieben. Ja, das werden wir machen. Von daher machen wir das auch ganz gemütlich hier. Und vielleicht noch ein Hinweis an die Kinder. Ich habe dieses Spiel damals mit zarten 5 Jahren schon mal gespielt auf dem Game Boy. Und das ist sozusagen ein Remake, eine neue Fassung des Spiels, grafisch aufgehübscht. Daher wundert euch nicht, ich kenne das Spiel tatsächlich in- und auswendig, auch wenn ich das jetzt hier zum ersten Mal spiele. Ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Und da ist schon das Schwert von unserem Helden, von unserem kleinen Ritter, Katze. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, eine Eule. Uhu, uhu. Es ist also dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch zu wecken. Es heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden in den Zauberwald. Warte mal, ich habe noch so viele Fragen an dich. Wo war ich denn unterwegs und wo ist mein Boot? Wahrscheinlich komplett zerstört. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Schwinge es durch Drücken von B, um Gegner anzugreifen. Super, ich habe mein Schwert wieder. Und jetzt machen mir diese Gegner auch keine Angst mehr. Ach, so schön. Ich freue mich so sehr auf das Projekt. Normalerweise spiele ich keine Zelda-Spiele auf diesem Kanal. Die sind teilweise trotzdem ab 6 freigegeben. Aber nur weil die FSK sagt, dass das Spiel ab 6 ist, heißt es nicht, dass es für mich direkt kindgerecht ist. Also ich bin da ein bisschen strenger und wenn ich nach meinem Empfinden sage, nein, das passt nicht zu einem Kinderkanal, das ist nicht kindgerecht genug, spiele ich das nicht. Dieses Spiel ist allerdings so süß und putzig auch gemacht und hat so einen tollen Abenteuereffekt. Wir erleben ein richtig großes Abenteuer, wie auch schon in Pokémon und Super Mario, dass ich das euch unbedingt vorspielen möchte. Gehen wir doch mal direkt hier rein, auch wenn wir da später erst hin müssen. Da wohnt nämlich ein blaues Krokodil. Schön hast du es hier. Willkommen im Bananenhimmel. Ja, ich bin Erwin. Nebenbei sammle ich Dosenfutter aller Art. Naja, ein seltsames Hobby. Stimmt. Aber mein Bruder sammelt alte Zahnbürsten. Das liegt wohl an den Genen. Ja, Zahnbürsten sammelt sein Bruder, denn Krokodile haben auch schöne Beißerchen. So, hier sind Oktopus-Gegner. Und natürlich Stacheln. Teilweise sogar Gegner aus dem Super Mario-Universum. Wir treffen später noch Goombas. Also echt süß gemacht. Ganz ehrlich, echt süß. Wie gesagt, ich habe es damals mit 5 Jahren gespielt. Natürlich habe ich es nicht geschafft, nicht durchzuspielen, weil es doch zu schwer für mich war und ich meine hier Rätsel nicht verstanden hatte. Aber so in der 3. Klasse habe ich es dann durchgespielt mit meinem besten Freund. Er hatte das Spiel nämlich auch. So, und da war ich, wie alt war ich da? 8, glaube ich. 8 oder 9. Das heißt, ich spiele schon sehr lange und deswegen bin ich auch in vielen Spielen geübt und relativ gut. Aber ihr schaut ja wahrscheinlich schon etwas länger meinen Kanal. Wurmpalast Turanga. Turanga-Strand? Genau, geht runter. Deswegen muss ich euch da nichts sagen. Und an alle neuen Zuschauer, die vielleicht etwas älter sind. Hallo, freut mich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und wir erleben heute und in den nächsten Folgen ein schönes Abenteuer. Ab in den Brunnen mit uns! Und schwupps. Aha, du hast ein Herzteil erhalten. Rufe mit Plus das Inventar auf und sieh dir an, wie viele du schon hast. Ja, die Herzteile sind sehr wertvoll. Und wenn man 4 Herzteile hat, bekommt man ein neues Herz dazu. Links oben seht ihr, dass wir aktuell 3 Herzen besitzen. So, was können wir noch machen? Klar, ich möchte das Spiel langsam angehen. Deswegen schaue ich mich noch ein bisschen um. Hier kann man immer gut Rubine sammeln, das ist die Währung im Spiel. Und mit den Rubinen kann man sich Sachen kaufen oder auch ein kleines Spielchen teilnehmen. Wie zum Beispiel hier, ein Kran. Kemenate. Okay, so heißt der Laden. Wunderkran, ein Spiel, 10 Rubine. Okay, ich bin dabei. Mit den Knöpfen bewegst du den Kran. Der Rest ist Timing.
stell dich an die Knöpfe und, naja, viel Erfolg oder so. Dankeschön. Ich hätte gern diese Yoshi-Puppe. Die ist übrigens sehr, sehr wichtig. Die muss man sich im Spiel holen, wenn man das Spiel durchspielen möchte. Okay. Wow, wow, wow! Der Kran geht ja viel schneller nach oben, als ich dachte. Das kam jetzt sehr, sehr unerwartet. Natürlich greife ich diesmal den Yoshi nicht. Ne. Da muss man nichts sagen. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. In dem Gameboy-Spiel war der Kran nicht so schnell. Noch ein Spiel? Nein. Komm einfach vorbei, wenn du Lust auf ein Spielchen hast. Ja, ich brauche den Yoshi, den hole ich mir aber später. Ich habe Nein gedrückt, weil ich zu wenig Rubine habe. Ich habe nur 17 gehabt, ein Spiel hat aber 10 Rubine gekostet. Glaub mir, wir kommen auf jeden Fall wieder. So, mein kleiner Held, mein kleiner Ritter, so möchte ich ihn bezeichnen. Auch wenn er Link heißt, beziehungsweise ich heiße im Spiel Katze. Es geht weiter. Zauberwald, Achtung, unfreundliche Moblins. Die haben uns gerade noch gefehlt. Wir dürfen sehr gespannt sein, was uns im Zauberwald jetzt erwarten wird. Hier ist auf jeden Fall dunkler. Hä? Ah, die Eule! Ich habe noch so viele Fragen an dich! Uhu, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stelle dich der Aufgabe, den Träumenden zu wecken, denn solange der Windfisch schläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wurmpalast im Süden des Dorfes? Nein, noch nicht. Du findest den Schlüssel zu jenem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich. Uhu! Hey, warte doch! Also, ich kann die Insel erst verlassen, wenn ich den Windfisch wecke. Aber wie mache ich das? Naja, ich suche erstmal den Schlüssel für den Wurmpalast. Anscheinend soll das hier wichtig sein. Und das sind diese Moblins, die mit Speeren oder sogar mit Schwertern gegen mich kämpfen. Aber hey, ich habe keine Angst. Kommt doch her. So, die sind erstmal K.O. Die müssen jetzt ein kleines Mittagsschläfchen machen. Die kommen später wieder. So, hier schleimige Gegner. Ey, weg damit euch. Oh, kleben die einfach in meinem Gesicht. Wie Windpocken. Kleine Windpocken. So sollte ich die jetzt im Spiel nennen. So, wir laufen hier mal weiter. Was haben wir denn hier so Schönes? Hey, du da. Nerv nicht. Ich suche einen Schlüssel. Bin ich hier richtig? Hier wohl nicht. Ich muss mich woanders umsehen. Wo könnte es bloß weitergehen? Ah, viel zu schwer. Da komme ich nicht hin. Oh, das sieht interessant aus. Vorsicht bei den rissigen Steinbodenplatten. Einsturzgefahr. Oh, oh. Na gut, gehen wir mal rein und sind ganz vorsichtig. Wir sind mutig. So. Kleine Fledermäuschen und Kristalle. Und eine Schatzkiste. Die will ich natürlich öffnen. Dazu müssen wir aber einmal außenrum. Hilfe. Schön schieben und öffnen. Aha. Du hast 50 Rubine erhalten. Sehr schön. Ja, die Rubine sind sehr... Wow! Upsala. Die Rubine sind sehr wichtig im Spiel. Denn wie schon gesagt, kaufe ich mir ab und zu mal im Spiel Sachen, die ich brauche, um das Spiel durchzuspielen. Zum Beispiel Waffen. Es gibt eine Schaufel zu kaufen, die sehr wichtig ist. Pfeil und Bogen optional. Man kann das Spiel auch ohne Pfeil und Bogen durchspielen. Oder? Nee, Quatsch. Ich glaube nicht. Es gibt im Tempel 8 eine Stelle, wo man in eine Statue schießen muss, wenn ich es richtig im Kopf habe. Du hast einen Pilz gepflückt. Er verbreitet ein fauliges Aroma. Uah, der Pilz stinkt ja wie die Pest. Pfui, pfui, pfui. Hey, du Moblin, weg mit dir. Naja, auf jeden Fall gibt es noch Bomben zu kaufen und viele, viele Kleinigkeiten. Und daher sind die Rubine wichtig. Man kann sie aber auch nicht verlieren, deswegen kann ich gar nicht von Sparen sprechen. Ihr seht ja anhand des Spiels, wie ich es spiele, worauf zu achten ist. Und wie schon gesagt, ich laufe immer nicht von A nach B. Oh, du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Ja, Teil der Macht und dann gibt es noch ein Eichelstab oder so etwas. Und das erhöht die Verteidigung, die Defensive von Link. Von unserem Helden. So, zack, ein Schlag, sind die Gegner schon kaputt. Also, sehr, sehr toll. Oh, hier einer mit einem Schwert. Na, wie kriege ich den kleinen?
Von der Seite nicht, wie es damals der Fall war. Ah, einmal abprallen lassen. Okay. So, jetzt wollte ich noch irgendetwas sagen. Habe ich doch glatt vergessen. Da ist ein Loch, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir aber hier hoch. Ah, Achtung, zack und zack. Ich bin schon sehr mutig in dem Spiel, muss ich sagen. Und das ist zwar eine Kleinigkeit, aber man sollte niemals vergessen, ihr wisst ja, ich pflege soziale Kompetenzen in dem Spiel oder generell in meinen Videos. Und was ich euch hier mitgeben möchte, wie auch schon in Super Mario und Pokémon, gebt niemals auf, auch wenn das Abenteuer im Leben schwer ist, immer weiter voranschreiten. Was ist das denn? Wer wohnt denn hier? Oh, eine alte Hexe. Hallo. Alles okay bei Ihnen? Schön haben Sie es hier. Uff, das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht eine Kraft dafür nicht. Schade. Schönes Buch haben Sie hier. Und eine Kristallkugel. Darf ich da mal reinschauen? Hm, funktioniert wahrscheinlich nicht. Alles okay bei Ihnen? Ah, es hat eine Schlummermeuchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. hey, das war mein Pilz. Was ist denn bei Ihnen los? Also, wow, was ist denn jetzt los? Das Pulver ist fertig. Es kann es gleich mal in der Hütte ausprobieren. Aber nicht verschwenden. Wow. Du hast Zauberpulver erhalten. Drücke Plus und lege es auf X oder Y. Ganz einfach. Okay. Das ist mein Menü. Hier kann ich mir meine neuen Waffen auf X oder Y legen. Und zack, Feuer. Es kann Gegner mit dem Zauberpulver bestäuben und schauen, was passiert. Hat es keines mehr, bring es mir ein paar Pilze. Dann gebe ich ihm wieder etwas davon. Findet es keine Pilze, verkaufe ich ihm etwas von meinen Restbeständen. Ah, die Hexe macht also Zauberpulver. Muss ich mir merken, falls ich mal wieder Zauberpulver benötige. Kukulinsteppe. Hier ein Elektrogegner, den können wir nämlich bestäuben. So, sieht aus wie ein Luftballon. Hey, du Luftballon. Ich hab was zu sagen. Und was denn? Es gibt auf dieser Insel 3 Lieder. Ach ja? Diesen 3 Liedern wohnt ein Zauber inne. Und zwar? Wenn du mal nicht weiterkommst, spiel eines dieser Lieder. Vielleicht hilft's ja. Okay, danke für den Tipp. Komischer Gegner. So, ja, hier komme ich erstmal nicht weiter, ich sehe schon. Und da ist ein Herzteil, aber umgeben von Löchern. Auch da komme ich nicht hin. So, zurück in den Wald. Wir suchen immer noch den Wurmschlüssel. Ich meine, klar, jetzt haben wir auf jeden Fall Zauberpulver. Aber was bringt uns das, wenn wir immer noch nicht den Wurmschlüssel haben? Hm, wo scheint dieser versteckt zu sein? Also hier bestimmt nicht, denn ich kann keine Steine verschieben, in dieser Form zumindest, oder wegrollen. So, hey, du, sei ehrlich. Komm, du hast doch bestimmt den Wurmschlüssel, hä? Natürlich nicht. Tja. Oh, eine Fee. Hallo, gute Fee. Dir geht's ja noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Okay, das werde ich tun. Danke, liebe Fee. Was gibt es sonst noch zu entdecken? Okay, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall nachsehen, wo wir den Wurmschlüssel finden. Denn immerhin will unser kleiner Held herausfinden, wie er auf Kukulint kam, auf die Insel. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Zelda Link's Awakening. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Einfach drauf tippen. Bleibt katztastisch!